Freue mich sehr, dass Sie heute alle bei uns dabei sind und freut mich auch besonders, dass wir heute den Norbert Zeth und Dirk Stöckmann von Cisco begrüßen dürfen, die uns jetzt in der nächsten Stunde, 1,5 Stunden durch den Vormittag begleiten werden. Von Seite der NTS ist Herwig Ganz, einer unserer Senior Systems Engineers, und ich, Thomas Hausecker, mit dabei. Und ich wünsche uns einen schönen Vormittag und darf dann gleich an den Herrn Zehetner übergeben. Vielen Dank, Thomas, für deine einleitenden Worte. Ich werde im WebExcess gleich mal das Ruder übernehmen. Schauen wir, ob da alles soweit funktioniert. So, Präsentation sollte jetzt ankommen. Ausgezeichnet. Ja, ebenfalls von unserer Seite von Cisco einen schönen guten Morgen, einen sehr sonnigen guten Morgen. Der Sommer ist jetzt richtig angekommen bei uns in Österreich. Mein Name ist Norbert Zichertner, bin Technical Solutions Architect im Cisco Data Center Team in Österreich, und ich habe heute meinen Kollegen, den Dirk Stöckmann, mitgenommen, der Deep Dive Specialist, sage ich jetzt einmal, ist und Experte ist, wenn es um alle technischen Fragen bezüglich Cisco Secure Workload geht. Wir versuchen heute die Session nicht nur jetzt einen totalen Frontalvortrag quasi zu machen oder so zu gestalten, sondern ich werde jetzt einmal beginnen mit ein bisschen einem technischen Überblick. Was ist Cisco Secure Workload Protection überhaupt, und vor allem, warum haben wir das ganze Produkt bei uns, warum haben wir diese ganze Strategie bei uns, und was soll Cisco Secure Workload für Sie als Kunde im Rechenzentrum wirklich im Security-Umfeld entsprechend bringen. Auf der anderen Seite, der Dirk wird dann wirklich gleich in eine Demo springen und auch das Ding einfach mal herzeigen, dass man sieht, okay, wie fühlt sich das an, wie einfach ist es vor allem zu bedienen, und wie kann ich die Use Cases entsprechend abdecken und einfach das ganze Ding mal in Action zu sehen. Im Nachgang hätten wir gedacht, machen wir dann noch einen echten Experten-Talk, also sprich, einfach, wir haben sie zwei, drei Themen dann herausgepickt, wo wir ein bisschen weiter ins Detail schauen wollen. Und natürlich, wie der Thomas schon gesagt hat, bitte jederzeit gerne Fragen stellen. Wir versuchen die natürlich dann entsprechend zu beantworten, können aber gerne natürlich auch nachgelagert dann noch entsprechende Sessions ausmachen und im One-on-One dann entsprechend diskutieren. Gut, also das Thema heute: Cisco Secure Workload Protection. Und ich möchte gleich einmal als allererstes sagen, falls wer das Wort Cisco Tetration im Kopf hat, ja, das ist das Gleiche. Also es hat ganz einfach ein Renaming gegeben für unser gesamtes Security-Portfolio. Wir haben versucht, das wirklich zu vereinfachen, und meines Erachtens nach ist es jetzt wirklich auch einfacher. Es geht einfach um Dinge wie Cisco Secure Firewall, Cisco Secure Endpoints ist geworden. Und wie der Name schon heißt, es geht um die Absicherung des Workloads, also sprich des Servers, sprich des Serversystems im Rechenzentrum. Und das ist im Prinzip genau das, wo wir neue Ansätze benötigen. Warum neue Ansätze? Weil in der Vergangenheit, und da rede ich wirklich auch von den letzten 20, 25 Jahren, ich bin auch seit 2001 im österreichischen Markt im Netzwerkumfeld tätig, haben wir alle die Netze gleich designt und auch Security gleich designt, aus einem gewissen Grund natürlich, weil das Internet ist das böse, böse Internet, und deswegen braucht man dicke, fette Perimeter-Security, Firewalls, Proxies, IPS, IDS, Advanced Intrusion Protection Systeme, etc. etc. Das ist auch gut so. Nur wenn man einmal über diese Perimeter-Barriere drüber kommt, dann haben wir riesengroß designte Data Center-Netzwerke, da meine ich Subnetze, IP-Subnetze, slash 21, 22, slash 20er, weil die Applikationsserver, Datenbankserver, Webserver müssen entsprechend miteinander kommunizieren können. Webserver vielleicht auch noch ein bisschen Ausnahme, die haben wir immer natürlich in der DMZ geschoben. Ja. Aber grundsätzlich, eine Multi-Tier-Applikation, so wie sie heutzutage ausschaut, ja, muss kommunizieren können. Und das ist der klassische East-West-Traffic. Das birgt aber extreme Risiken. Wenn ich mir einmal quasi etwas eintrete, dann kann sich das entsprechend ausbreiten. Wir sagen dazu Lateral Movement, also sprich, dass er von einem zum anderen springt. Und ich weiß nicht, ob ihr alle heute in der Früh beim Morgencafé vielleicht auf ORF.at oder auf eurer Tageszeitungsseite der Wahl vielleicht wart. In Salzburg haben wir wieder
Und da redet man nicht von einem Finanzunternehmen und nicht von einem kritischen Healthcare-Unternehmen, haben wir wieder einen massiven Hack gehabt vorgestern, wo die Produktion gestanden ist. Ja? Wir reden von einer Großmolkerei, wo die Produktion gestanden ist, weil einfach Hacker versucht haben, okay, wie weit kann ich gehen und was kann ich machen? Im Normalfall, wir kennen diese Spielchen Ransomware etc., wo dann entsprechend Content verschlüsselt wird und Erpressungsgelder quasi gefordert werden für die Entschlüsselung. All das sind Dinge, die sind leider nicht mehr nur irgendwo weit weg, sondern da reden wir wirklich auch in Österreich von ganz normalen Unternehmen. Wie gesagt, wir reden nicht von einer IT-heißig, also der, man darf dann die Aussage nicht mehr gelten lassen, naja, wen interessieren meine Daten? Naja, wir reden von einer Molkerei, gell? Und die Produktion steht seit 2 Tagen. Also nicht lustig und das wollen wir natürlich entsprechend verhindern mit erweiterter Security oder mit mehr Security im rechten Sinne. Das heißt, wir wollen weiter als wie die Perimeter Security. Warum? Weil, wenn eben wer reinkommt, dann kann er sich entsprechend ungehindert ausbreiten. Wie gesagt, Lateral Movement, das wollen wir verhindern. Wie machen wir das? Indem wir den Perimeter um jede einzelne Workload drüberlegen. Ja? Ich sage jetzt einmal, wie man es da jetzt ein bisschen marketingmäßig als Mikroperimeter sieht. Ja? Was meinen wir damit? Naja, wir gehen einfach viel weiter rein zur Applikation, zum Workload selbst. Und dass das gleich vorweg klargestellt ist, das ist ein Add-on, das ist kein Ersatz für eine Firewall, für eine Proxy, für meine Infrastructure Security, die ich natürlich benötige, weil das Beste ist ein Multilayer Security Approach. Sprich, ich habe meine Infrastruktur, meine Switches mit abgesicherten Access-Listen oder mein Cisco ACI mit Contracts, meine Firewall, meine Proxy-IPS-Systeme etc., Mail Protection. Und für den East-West-Traffic machen wir eine Mikroperimeter Security um jeden Workload. Und was heißt das mit der Tradition bzw. Secure Workload? Die drei Punkte, die wir hier sehen. Containing Lateral Movement machen wir mit klassischem Firewalling. Nur was heißt klassisches Firewalling? Ja, wir legen um jeden Workload der Firewall um, kein eigenes Cisco Firewall, wir bedienen uns der Bordmittel. Sprich, ein Windows Firewall, ein IP-Tables Firewall im Linux, das ist alles bereits da. Wir programmieren sie einfach nur und haben eine zentrale View auf das Ganze. Das klingt jetzt nicht super easy, ist natürlich nicht super easy, weil ich brauche Visibility. Ich muss wissen, wer redet überhaupt mit wem, damit ich entsprechend eine Policy bauen kann. Kommen wir gleich dazu, wie das Secure Workload entsprechend macht und das Leben hier viel, viel einfacher gestaltet. Und die 2 Punkte darunter, reducing the Security Risks. Wenn ich das möchte, kann Secure Workload die Software auf den Serversystemen auslesen und entsprechend checken. Gibt es hier Vulnerabilities? Ist hier eine Versionierung im Einsatz, die eine Schwachstelle hat und kann entsprechend Compliance-Prüfungen durchführen? Ich kann aber auch noch weitergehen. Wir reden nicht von einer reinen Netzwerk-Visibility oder Netzwerk-Security-Umgebung. Wir können bis in den Prozess reinsehen. Das heißt, wir können auch Behavior Analytics betreiben. Wir können Deep Forensics-Auswertungen durchführen. Wir können sehen, gab es Failed User Logons, gab es Raw Socket Creations auf kritischen Systemen und dergleichen. Und darauf wiederum entsprechende Trigger setzen und beispielsweise einen Workload isolieren. Also das heißt, nicht nur Firewall um den Workload, sondern wie Sie bereits gesehen haben, wir gehen noch tiefer rein und versuchen hier entsprechend einen Multi-Security-Ansatz zu sehen. Ja, also auf der einen Seite Ports, IP-Adressen, Flows, auf der anderen Seite aber wirklich rein in den Prozess, in die Applikation, in die Software. Und das Schöne an dieser agnostischen Lösung ist, wir verwenden Agents, wir verwenden einen Agent, den ich im Betriebssystem verankere, einen schlanken Agent, den ich installieren kann und der komplett unabhängig von meiner Infrastruktur ist. Das heißt, ich kann diese Lösung mitnehmen. Egal ob ich on-prem, egal ob ich in der Public Cloud, in einem Colocation Hosting Space meinen Server quasi sich befindet, das funktioniert überall. Es ist sogar irrelevant, welcher Netzwerk darunter ist. Es muss kein Cisco-Netzwerk sein. Ja? Weil eben in Software, weil der Agent am Betriebssystem, wir reden von Windows natürlich und Linux hauptsächlich, der Agent ist aber auch für die teilweise exotischere Systeme wie Mainframe etc., Z-Series.
entsprechend auch verfügbar. Ja. Und das Schöne an der Sache, wir sehen das zum Schluss, da komme ich dann ganz kurz auf die Deployment Options zu sprechen, das skaliert einfach super. Wir können mit einer kleinen Umgebung anfangen. Das ist nicht nur für die ganzen Big Player im Business, sage ich jetzt einmal, sondern das kann mit 100 Serversystemen beginnen und skaliert aber bis 25.000 Server. Oder mehr, theoretisch multiple 25.000 Server, wobei, wie gesagt, das haben wir, glaube ich, nicht mehr im österreichischen Markt zu finden. Gut, das heißt, das ist einmal grundsätzlich das, was Tedration, Cisco Secure Workload als Ziel hat und Ihnen als Kunden hilft umzusetzen. Und wie funktioniert das Ganze? Naja, gehen wir ganz kurz auf ein paar so Details ein. Das eine haben wir zu Beginn besprochen, East-West, Lateral Movement quasi verhindern. Das klassische, ich möchte eine Firewall Policy um meine Workloads bauen. Und hier ist jetzt, wie oben in der Slide geschrieben habe, das Ziel ist dynamisch. Also wir brauchen eine dynamische Mikro-Policy, eine Mikro-Segmentation-Policy. Warum dynamisch? Naja, weil die Applikationen heutzutage nicht mehr so ausschauen wie früher. Oracle, wo ich 200 Seiten Bibel dazu kriege, was muss ich freischalten und was nicht. Jede Applikation schaut anders aus und jede Applikation ist selbst definiert und ist vor allem Microservice-lastig. Wir reden von Containertechnologien etc. Das heißt, sehr dynamisch verändert sich von heute auf morgen, verändert sich vielleicht sogar von einer Stunde auf die andere. Das heißt, die Security muss mitwandern. Wir brauchen hier eine Dynamik in dieser ganzen Policy. Und was heißt das im Klartext für alle Netzwerker? Wir müssen uns komplett von der IP lösen. Also dieses Security-Modell darf natürlich nicht mehr bei einer IP-Adresse statisch gebunden sein. So wie man es früher, sage ich jetzt einmal, mehr oder weniger gemacht hat mit IP-Adressen und natürlich in Object-Gruppen zusammengruppieren etc., das skaliert nicht mehr. Das skaliert für Perimeter-Firewall ist das okay, aber nicht für einen Micro-Segmentation Zero-Trust-Ansatz. Ja? Da braucht man ganz neue Möglichkeiten. Und Secure Workload bringt diese Möglichkeiten. Gehen wir nochmal ganz kurz einen Step zurück. Zu Beginn gesagt, wenn wir Security machen wollen, wenn wir Policy bauen wollen, Firewalling machen wollen, dann brauchen wir eines: Visibility. Weil ohne Visibility, wer soll entscheiden, was soll freigeschaltet werden? Und da, bevor ich quasi Ihnen kurz erläutere, wie das Tedration macht, ein Schwenk aus dem echten Leben, also aus einem Erfahrungsbericht eines österreichischen Kunden. Die haben versucht, eine Mikrosegmentierung zu Fuß mit herkömmlichen Mitteln durchzuführen. Wie haben Sie es angegangen? Großes Unternehmen grundsätzlich und hat da wirklich auch sehr viele Ressourcen investiert. Wir machen eine Application Dependency Mapping, also eine Applikationslandkarte, also sprich eine Visio-Zeichnung für jede Applikation. Und jeder Application Owner soll das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und wir machen das für unsere wichtigsten 50 Applikationen. Das Unternehmen hat Woche oder gute 100 Applikationen gehabt. Für die wichtigsten 50 machen wir das einmal. Das hat gedauert ein halbes Jahr. Das ist natürlich nicht ganz trivial ist, diese Informationen herauszufinden. Und das Problem an der Geschichte war, dass wenn wie die Informationen einheitlich dokumentiert davor gelegen sind, ja, war klar, das ist erstens outdated, das ist schon wieder lang überholt und zweitens, es kann keiner sagen, ob das hundertprozentig stimmt. Es ist nach bestem Wissen und Gewissen, aber wahrscheinlich 95% Korrektheit. Ja. Weil es gibt diesen Superarchitekten, der im Normalfall alles weiß. Ja? Welche Umsysteme sind irgendwo nur im Spiel? Ja? Eine neue Firewall wurde installiert und hinter dieser Firewall wurde dann segmentiert. Und nach jeder Umstellung Stunden danach wurden entsprechende Permits wieder reinkonfiguriert, weil diverse Dinge übersehen worden sind. Ja? Das heißt, es funktioniert einfach nicht. Ja? Und das ist genau der Punkt. Wir brauchen hier ein Tool, das uns unterstützt. Und das ist genau, wo Secure Workload Tedration ansetzt. Wie bauen wir mit Tedration, Cisco Secure Workload, diese Application Dependency Map? Wir haben, wie gesagt, Agenten, die sitzen auf den Workloads und die reporten an einen zentralen Cluster. Every packet, every flow, no payload. Ich wiederhole es, weil es wirklich wichtig ist. Keine Payload. Nur Flow-Informationen. Hier aber auch nicht sampled. Also nicht der klassische, naja, das habe ich mit NetFlow auch. Nein, weil wir reden von 40 und 100 Gig Streams im Rechenzentrum. Jeden Flow und jedes Paket, weil für die Security ist ein Sampling nicht genug. Für eine Trendanalyse ist Sampled NetFlow super cool.
Aber für ein Security-Modell ist es wichtig, dass ich sehe, was passiert am Samstagabend und am Sonntag in der Nacht und was passiert am Wochenende und was passiert unter der Woche am Tag und was passiert am Monatsende. Ich brauche all diese Informationen lange gespeichert für das Bauen meiner Security-Policy. Wie ich bereits erwähnt habe, wir bekommen diese Informationen über Agenten. Diese Agenten kann ich ganz einfach installieren auf virtuellen Maschinen, auf Containern, auf Bare Metal, in der Cloud, egal, weil agnostisch. Ja? Das heißt, wir reden auf der einen Seite von Telemetrie-Funktionen, Telemetrie-Informationen, also der klassische Five-Tuple-Flow, der quasi reported wird. Das Coole ist, weil keine Payload-Information drin ist, ist es auch im Prinzip Security-mäßig ein leichteres, das zu diskutieren, weil keine betriebseigenen Informationen in diesen Flows drinnen stehen natürlich. Ja. Wir können aber auch, wenn ich Workload habe, wo ich beispielsweise jetzt einen Sensor installieren kann, dann kann ich auch zusätzliche Informationen für diese Flows heranziehen. Der Klassik ist NetFlow. Oder IPFix aus dem Netzwerk. Ich kann aber auch von Load Balancern, das ist mit EDCs gemeint, oder aus Firewalls, Ancel Streams quasi mit aufnehmen, aus der Cloud Flow Logs von Clients über den AnyConnect, über dem Network Visibility Modul des NVM ebenfalls Informationen. Also, das heißt, ich kann sehr viele Informationen in diesem zentralen Cluster zusammen streamen lassen und dieser Cluster baut mir dann diese Policy. Das Coole an dem Ding ist, dass diese Policy nicht nur Netzwerkinformationen beinhaltet, sondern auch anhand von Prozessinformationen. Das ist der zweite Punkt, Detailed Machine Process Info. Warum weise ich auf das hin? Weil wir kennen das heutzutage, ist natürlich der Großteil HTTPS. Das heißt aber, wie soll er wissen, welche Applikation ist welcher Stream? Naja, wenn Federation, Cisco Secure Workload im Hintergrund auch weiß, welcher Prozess hat diesen Flow getriggert, dann weiß ich, okay, der Prozess gehört zur Applikation A oder Applikation B. Aber nicht nur Telemetrie und Flow-Informationen, sondern auch Kontextinformationen können mit aufgenommen werden. Was heißt das jetzt? Das ist ein organisatorisches Thema. Ich kann Labels dazu binden. Und das Coole ist, diese Labels kann ich aus bestehenden Systemen übernehmen. Beispielsweise Sie haben ein CMDB im Einsatz und kann diese Informationen hernehmen für mein Security-Modell. Also wir sind nicht mehr bei der IP-Adresse. Ich kann natürlich auch aus einem IP-Adress-Management-System aller Infoblocks entsprechend die Informationen übernehmen. Ich kann aber auch aus einem CIEM, aus einem Splunk, aus einem QRadar Informationen rein annotieren oder erweitern quasi über Labels generiert. Was meine ich da damit oder was bringt das? Ich kann das aus einem vCenter machen. Das Coole ist, ich kann dann Policies bauen, die überhaupt nichts mehr mit dem Netzwerk von der Policy-Regel her so quasi zu tun haben. Ich kann sagen, meine Produktionsdatenbank-Server dürfen nicht auf meine Testdatenbank-Server zugreifen. Und Federation weiß automatisch, was ist Test und was ist Brot aufgrund dieser Labels. Nicht aufgrund von Flows, sondern aufgrund von Labels. Und das alles zusammen kann Federation verarbeiten, beziehungsweise generiert Federation dann entsprechende Policy. Und vor allem die Visibility ist wichtig, dass das entsprechend dargestellt wird. Das macht Federation schon mit verschiedenen Views. Das ist eine View, wo ich ganz schön sehe, okay, wenn ein Webserver mit einem Applikationsserver kommuniziert, ist dazwischen ein Load Balancer beispielsweise involviert. Wie greifen die User auf die Applikation zu? Andere Darstellungsvariante, und das geht jetzt in die Kerbe, wo ich gemeint habe, Federation verarbeitet das dann alles. Sie sehen die zwei Buzzwords, Artificial Intelligence, Machine Learning, künstliche Intelligenz, you name it. Aber ja, Federation sammelt irre viele Daten. Und wenn ich diese Daten jetzt mir ansehen würde, dann bekomme ich das linke Bild. Das heißt, ich sehe, ja, in meinem Rechenzentrum passiert ziemlich viel. Ich kann aber im Prinzip nichts damit anfangen. Und nachdem Federation quasi jetzt gerendert, gerechnet etc. hat, mit all den Informationen, die ich Ihnen gerade zuvor erwähnt habe, also sprich der Prozess im Hintergrund, welcher Prozess hat welchen Flow getriggert, dann kriege ich noch irgendwelche Label-Informationen von meinem vCenter und ist das ein Brot oder ist das ein Test oder ist das eine Beta-Umgebung, dann kommt das rechte Bild raus. Und das rechte Bild, das ist ein Chord-Chart dazu, ist im Prinzip eine Darstellung einer Applikation, das ist eine Applikation und je dicker diese Linie, desto mehr Flows.
Wenn ich da jetzt einen Applikations-Owner drauf sehen lasse, der sagt mir ganz klar, naja, das ist mir eh logisch, dass da jetzt der Webserver mit dem Applikationsserver spricht und die Datenbank hinter, ja, schon gut, aber das kann ich alles ausblenden und dann bleiben diese dünnen Linien über. Und diese dünnen Linien sind das super Interessanten. Und da komme ich jetzt gleich wieder, springe kurz aus der Presse raus in den Erfahrungsbericht von einem echten Kunden in Österreich. Der hat auf einmal mitgekriegt, Moment, da rennt der Webserver in der Branch auf einem super kleinen Miniserver außen und meine Produktionsumgebung im Rechenzentrum kontaktiert den Webserver außen in der Branch. Wie kann das passieren? Das sind Dinge, das sind diese klassischen Leichen im Keller, wo irgendwas offen ist, irgendwelche Ports offen sind, die keiner mitgekriegt hat. Reschen sagt das auf, dann kann ich dem nachgehen, kann sagen, okay, das war ein Test und derjenige, der diese Tests durchgeführt hat, hat vergessen, das wieder wegzukonfigurieren. Das ist aber super wichtig, weil der Bot oder die Ransomware, der Rest ist egal, die findet jedes Loch und ziemlich schnell sogar. Ja. Und da ist es wichtig, wirklich den Gesamtview zu haben. Das heißt, gesamtheitlich gesehen, das Ziel soll sein, eine Unified Policy zu generieren. Auf der einen Seite autogeneriert durch Flow-Informationen, die wir von dem Agent bekommen, erweitert mit Metadaten, mit Kontexten, mit Labels aus einem Infoblox, aus einem vCenter, aus einem Container-Orchestrator à la Kubernetes oder aus einer CMDB à la ServiceNow. Aber, und das habe ich da auf der rechten Seite drinnen, ich gehe hier nicht im Detail darauf ein, aber nur, dass Sie es gehört haben, auch Informationen im User-Kontext können mit einbezogen werden. Aller LDAP-Informationen für Usergruppen oder über unser Cisco ICE, über unser Identity Service Engine. Was heißt es dann? Ich kann diese Informationen anreichern wieder mit Labels und habe dann aber ganz neue Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, alle Drucker in meinem Unternehmen dürfen natürlich nicht auf Applikation A zugreifen, aber alle Endpoints, die Firmen-Devices sind, das kriege ich über die ICE beispielsweise, dürfen auf diese Applikation zugreifen. Also ganz neue Möglichkeiten, wie Policies im Rechenzentrum bauen, wie gesagt, komplett losgelöst von der IP-Adresse. Und das Schöne ist, diese Policy wandert natürlich entsprechend mit. Ich habe gesagt, jetzt sind wir quasi so weit, dass wir Visibility haben, dass wir einen Vorschlag für eine Segmentierungspolicy haben, dass wir unser Firewall-Policy, wenn man so möchte, für jeden einzelnen Workload haben. Was macht Tetration? Was macht Cisco Secure Workload aus dieser Policy? Baut eine Policy für jeden einzelnen Workload. Ich kann selbst definieren, über welchen Zeitrahmen er quasi den echten Traffic begutachtet für diese Policy. Wie ich ganz kurz erwähnt habe, das ist super, super wichtig, weil Sie haben in Ihrem Unternehmen natürlich am Wochenende andere Traffic Patterns und andere Jobs laufen als wie unter der Woche. Und in der Nacht laufen Backups-Jobs und am Monatsende laufen andere Jobs und am Quartalsende laufen andere Jobs. Das heißt, es ist wichtig, diese Gesamtheit zu sehen, ja? Zeitlich auch meine. Ja? Und daraus bauend macht Tetration eine Policy für jeden einzelnen Workload, rendert diese Policy und wenn ich möchte, kann ich diese auch enforcen. Das heißt, es ist nicht nur Visibility, sondern ich kann auch wirklich Mikrosegmentierung umsetzen. Und das klingt jetzt ein bisschen nach ganz viel Marketing und ich 20 Jahre CLI-Netzwerktechniker, ich brauche nur auf Enforce klicken. Ich klicke auf Enforce und was macht der Dresden? Er weiß genau, okay, welche Policies brauche ich für welche Workloads und er konfiguriert meine Windows Firewall und meine IP-Tables Firewall dort, wo ich das möchte. Muss er nicht überall machen. Ja. Der Charme an der Lösung, wie ich schon erwähnt habe, und das soll dieses Slide zeigen, egal wo der Workload steht, kann in der Cloud sein, kann on-prem sein und vor allem egal, ob Bare Metal, ob virtuelle Maschine, ob Container, wir können auch auf den Container-Host-Systemen entsprechend zwischen den Pods Enforcing betreiben und vor allem es ist es egal, ob das ein Cisco-Netzwerk ist oder nicht, egal, ob es ein Software-Defined-Netzwerk ist oder nicht, weil es agnostisch auf dem Workload selbst basiert. Ja. Und Sie haben sich aus einem ganz guten Grund dafür entschieden, keine eigene Software Cisco Firewall zu entwickeln, weil die IP-Tables Firewall auf dem Linux kann viel und die Windows Firewall auf dem Windows Server kann viel. Mittlerweile auch Windows Filtering Plattform für die Experten unter Ihnen. Die Advanced Windows Firewall ist beim Graylisting, hat die ein oder andere Schwäche. Das kann die neue Windows Filtering Plattform. Auch die können wir adressieren.
Und nochmal, wie gesagt, egal welcher Workload, egal welche Infrastruktur, egal wo, On-Prem, Cloud, etc. Ganz wichtig, und das ist was, was wirklich im Operating für Sie als Kunde wichtig ist. Ich, auch wenn ich das jetzt vorher so gesagt habe, ich drücke auf Enforce und that's it. Ich kann das Ganze simulieren. Ich kann sagen, nimm die Policy, so würde ich sie implementieren, legen wir es bitte einfach drüber und schauen wir mit dem echten Datentraffic, der vorbeikommt, würde das in der Policy sein oder nicht. Und wenn 2 Wochen lang alles in der Policy gelaufen ist, dann schaltet es erst wirklich scharf. Ja? Also quasi ein Catch-all. Permit eine, aber ich sehe trotzdem, ob was compliant ist oder nicht. Abgesehen davon hilft mir Titration, Cisco Secure Workload natürlich. Was passiert, wenn ich Policies verändere? Was ist der Impact? Was verändert sich? Ja. Mobility habe ich schon gesagt, der Agent wandert mit, egal wenn ich den Workload in die Cloud entsprechend pushe. Und es gibt natürlich auch Randcases, wo ich sage, okay, wir haben Systeme, wo ich kein Agent installieren kann. Ich darf nicht, oder ich will nicht, oder es ist halt einfach nicht möglich. Dann gibt es auch Lösungen. Wir können dann wirklich auch dieses Security-Modell exportieren. Das kann ich jederzeit selbst auch machen, als XML, als YAML-File. Kann aber auch, es gibt direkte Integrationen in Umsysteme aller unserer, also beispielsweise unsere Firepower, unsere eigene Firewall, aber auch Load Balancer von F5, von Citrix, an NetScaler, BigIP beispielsweise. Das heißt, ich kann beispielsweise hergehen und sagen, ich habe Systeme, die ich nicht versorgen kann mit einem Agent. Wenn wir die linke Seite dieses Slides sehen, das ist quasi, da läuft ein Agent drauf, der blaue Kreis auf jedem System und Titration befeuert diese Agents und konfiguriert die Firewall auf den Systemen. Wenn das nicht geht, dann kann ich diese Policy auf unsere Firepower-Systeme entsprechend schicken und die setzen das dann direkt in Hardware um. Das heißt, ich nehme die Systeme und setze sie hinter eine Firepower, eine Cisco Firewall, eine Hardware Firewall oder eine virtuelle Firewall und habe dann auch entsprechende Segmentierung. Vielleicht nicht so granular, mikrosegmentiert, aber makrosegmentiert oder eine Zone-based Segmentation. Wie ich bereits kurz gesagt habe, ich kann diese Policy nehmen und exportieren. Ich kann das über eine direkte Integration in Umsysteme aller F5, Citrix, NetScaler, F5 Load Balancer, Cisco Firepower Firewall, aber ich kann auch auf der einen Seite ganz einfach die Policy runterladen, als XML, als YAML-File, kann aber auch unseren Kafka Messaging Bus dafür verwenden. Und das ist schon super, super cool, weil ich kann dann in Wahrheit hergehen und sagen, ich baue eine Policy und in Titration, also in Cisco Secure Workload, kann ich selbst definieren, wie granular meine Policy ist. Und kann dann theoretisch sagen, ich baue eine Policy, die schiebe auf meine Workloads runter und mache das native in den Workloads. Für gewisse Systeme habe ich von mir das vielleicht sogar irgendeinen anderen Firewall-Hersteller, Checkpoint, Palo Alto, Fortinet. Dann kann ich aber trotzdem sagen, über den Kafka-Bus konsumiere ich diese Policy in Echtzeit, sprich es werden auch wirklich Änderungen über den Kafka-Bus gepusht. Und ich kann ganz einfach diese Policy dann entsprechend weiterverwenden. Entweder weil ich immer selbst mein Skript baue, dass ich von der Sprache her mir das entsprechend anpasse. Aber grundsätzlich verwenden wir hier offene Schnittstellen. Wir verwenden ganz einfach offene REST-API-Schnittstellen, auf die ich zugreifen kann, ja, und über meine Python-Scripts oder bei mir das über Java oder was auch immer jetzt dann das Mittel der Wahl ist, kann ich diese Policy entsprechend bearbeiten und für meine Security-Systeme, sei es ein Firewall, sei es ein anderes System, entsprechend weiterverwenden. Natürlich gibt es Unternehmen, die haben sich genau auf das spezialisiert. Das fällt dann unter das Schlagwort Firewall Orchestration-Plattform. Das ist beispielsweise AlgoSec, Tufin oder Skybox, die genau diese Policy hernehmen können und dann entsprechend für verschiedenste Hersteller diese Policy umlegen können. Ja. Ja, und Compliance ist ein super wichtiges Thema, wenn wir von Security sprechen. Schön, dass wir Security umsetzen, aber funktioniert das auch wirklich so, wie wir das quasi geplant haben? Und das kann Cisco Secure Workload ebenfalls, indem ich sehe, wenn ich jetzt da Segmentierung umgesetzt habe, habe ich trotzdem nur die Visibility von meinem Real-Time-Traffic und kann hier sehen, okay, wenn ich jetzt die Policy über den Traffic drüber lege, deckt sie das oder differiert das? Sprich, habe ich Traffic, wo A mit B kommuniziert,
und eigentlich nicht kommunizieren können sollte. Dann kriege ich da entsprechende Alarmierung und habe eine Compliance-Verletzung natürlich. Kann das entsprechend über sieben Systeme natürlich integrieren, in das Spark, in der Curator, you name it. Gut. Das war jetzt der großes Thema Segmentierung, Mikrosegmentierung, Contain Lateral Movement, also das Verbreiten von Ransomware, von grundsätzlich malicious Traffic innerhalb meiner Data Center Fabric oder meines Data Centers allgemein, egal wo der Workload steht. Und jetzt kommen noch 5 Minuten oder 7 Minuten auf erweitertes Security-Thema, und zwar, wenn wir weiter als wie das Netzwerk betrachten, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn wir in den Prozess reingehen, wenn wir in die Software reinsehen, ja, wie kann ich Exploits entsprechend entdecken? Und da gibt es ein paar ganz coole Varianten, wie das möglich ist. Ich muss das nicht, ich kann das einfach enablen, dass ich dem Agent, der am Workload sitzt, sage: Kannst du bitte anschauen, welche Software ist installiert auf jedem Rechen, auf jedem Rechner, auf jedem Server in einem Rechenzentrum? Und innerhalb von 10 Sekunden schmeiße eine Query, wie man es da beispielsweise sieht, rein. Package CVE 2017-5638. CVE ist die Common Vulnerability Exposures List, das ist frei zugänglich im Internet, wo Vulnerabilities, Advisories etc. entsprechend, also Vulnerabilities, kategorisiert werden und auf einer Skala von 1 bis 10 der Kritikalität entsprechend eingeordnet werden. Ja, 10 ist das Schlechteste. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt sagen wir alle CVEs größer 9 oder die 10 sind in meinem Unternehmen. Und was macht der Dreschen? Innerhalb von ein paar Sekunden sehe ich sofort, wo habe ich Serversysteme, wo Software installiert ist, die kritische CVEs quasi, wo CVE-Lücken quasi möglich wären. Dann kann ich entsprechend mit diesen Filters genau was bauen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, diese Systeme dürfen nicht mehr auf meine Kronjuwelen zugreifen, sprich auf meine kritische Infrastruktur, aber nur mehr zum Update-Server. Dass man das ein bisschen besser einkategorisieren kann, helfen wir dabei, indem wir Informationen zur Verfügung stellen, naja, wie oft ist denn der Exploit von uns im Internet bereits gesehen worden? Wie Sie wissen, haben wir unser Talos Security Team, die weltweit beobachten, was passiert security-technisch. Das heißt, ich kann da eine ganz gute Einschätzung treffen. Naja, schön, dass das CVE gibt, nur ist das jetzt der Exot oder nicht? Und dann mit dem Exploit-Count hat man ein bisschen einen besseren Einblick, so jetzt einmal. Ich kann aber auch noch tiefer reingehen und nicht nur die Software-Versionierung beispielsweise mir anschauen, sondern wirklich in den Hash gehen und sagen, okay, ist der Hash, also ist der Prozess, also nicht Hash, sondern ist der Prozess auf meinem Serversystem wirklich der Prozess, der er sein soll? Wie machen wir das? Indem wir einen Hashwert über den Prozess bilden und gegen die NIST-RDS-Database vergleichen. Um sicher zu gehen, faked mir hier wer einen Prozess oder nicht, und kann das entsprechend auch wieder hernehmen, die Dreschen alarmiert mich und kann Aktionen setzen. Kann natürlich dann mit meiner Personal Micro Perimeter Firewall entsprechend den Workload sofort innerhalb von Sekunden in Quarantäne setzen beispielsweise. Für die Forensiker, für die Deep Dive Security Engineers sind wir da jetzt bei der Prozess Behavior Analysis. Das heißt, ich kann wirklich nur weitergehen und sagen, gibt es eine Privilege Escalation? Hat sich da wer Adminrechte geholt? Raw Socket Creation? Versucht hier wer Daten abzugreifen, indem man sich einen SFTP-Server aufmacht auf dem Server? Gibt es viele Fake-User-Logons, die quasi zu einer Anomalie führen. Also Tetration macht hier Folgendes: ein Baselining, schaut sich an, wie funktioniert die Applikation im Normalfall, und wenn Anomalien auftreten, und da reden wir auch von zum Beispiel Unseen Commands, dann alarmiert Tetration und sagt, auf dem Webserver hat heute wer Kommando gesetzt, es hat 3 Monate lang keiner braucht. Irgendwie kommt mir das komisch vor, weil genau davor hat es auch noch 3 Failed-User-Logons gegeben beispielsweise. Also der Dreschen versucht hier natürlich False Positives zu vermeiden, indem es sehr viele Informationen zusammenkorreliert. Und wir versuchen natürlich hier wieder zu unterstützen. Die MITRE-ATT&CK-Technik sind quasi bekannte Attack-Muster, die wir zusammenfügen und entsprechend Auswertungen bauen, um genau solche Dinge entsprechend auch zu sehen, ja, wo man wirklich Prozesse tracken, welcher Child-Process,
wird gestartet und wo passieren hier vielleicht Anomalien. Ja. Und zu guter Letzt kann ich natürlich mich entsprechend alarmieren lassen. Das fängt an über ganz normale Syslogs. Wie gesagt, aber auch Kafka ist bei uns ein ganz starkes Thema, dass ich von Kafka Plus entsprechend alarmiere oder die Infos schicke. Natürlich E-Mail oder halt ganz normale Collaboration Tools, alle Slack-Channel, alles Mögliche. Ja. Und Sie haben natürlich sowieso. Deployment Options ganz zum Schluss. Wie kann ich Tetration konsumieren? Auf der einen Seite On-Prem, sprich mit einer Cisco Appliance und auf der anderen Seite Nova as a Service, also sprich als reines Consumption-Modell. On-Prem gibt es zwar verschiedene Formfaktoren, das eine ist groß und das andere ist mittel. Da redet man jetzt im Prinzip, da geht es um das Würfel-Server, möchte ich damit also servicieren oder behandeln. Die kleine geht bis 5000 und die große bis 25.000. Warum braucht man da so viel Hardware unter Anführungszeichen? Die Hardware steht da nur zur Info, weil das ist eine Blackbox. Also, das ist eine Appliance mit 210 Gig und Strom und that's it. Mehr brauchen Sie als Kunde nicht wissen. Aber nur, dass man ein bisschen eine Vorstellung hat, auf diesen Systemen laufen irre viele Softwareversionen von verschiedensten Technologien natürlich, weil das ist natürlich ein Big Data Lake. Wir reden hier von Terabytes an Daten, die natürlich gespeichert werden müssen, die ausgewertet werden müssen, um genau diese Policy über diese große Retention Time entsprechend zur Verfügung zu haben. Tetration ist natürlich dann auch, was Troubleshooting anbelangt, ein super cooles Tool, weil ich diese Flows in meinem sogenannten Flow Search auch entsprechend natürlich fürs Troubleshooting heranziehen kann und schauen kann, okay, wann hat wer kommuniziert. Wie ich erwähnt habe, Tetration as a Service, also ich kann das auch als Consumption-Modell ganz einfach von uns konsumieren, da brauche ich mir nichts aufstellen, ich kaufe einfach ein paar Lizenzen für meine Server und that's it. Die können über einen Proxy, übers Internet gesichert, verschlüsselt, in die Cisco Cloud auf unseren Tetration Cluster entsprechend kommunizieren. Und ich kann darauf zugreifen und das auswerten. Und natürlich wichtig, wenn wir von Cloud sprechen, wir haben Tetration as a Service in der EU. Das Main-Rechenzentrum ist in Frankfurt und das Backup-Rechenzentrum ist in Amsterdam, wo man eben genau was DSGVO etc. anbelangt, natürlich gewisse Dinge einfach eingrenzen möchte, wenn man jetzt US versus EU Diskussionen natürlich mit der Security-Abteilung führt. Zusammengefasst, Mikrosegmentierung auf Workload-Basis. Ich habe heute den Begriff Mikroperimeter-Security um jeden Workload quasi erwähnt. Aber mir ist wichtig, der gesamte Policy-Workflow, der gesamte Prozess, also von der Visibility zur Auswertung, Umsetzung, Enforcement und danach auch noch Compliance, passt alles. Also der gesamte Workflow. Nicht nur ein Tool, das man einfach mal Firewall beschreibt, sondern der gesamte Workflow. Wenn ich möchte, gehe ich noch weiter rein, indem ich mir die Software anschaue, indem ich mir forensische Analysen von Prozessen ansehe. Und zu guter Letzt, es ist wirklich einfach in der Verwendung. Und das werden wir jetzt von dir gesehen, der uns das Ganze ein bisschen näher bringt in einer Demo, wo man sieht, okay, wie schaut das aus und wie komme ich eigentlich genau zu so einer Mikrosegmentierung? Dirk, ich darf dich bitten, ich schmeiße dir jetzt mal den Ball zu. Danke. Ja, auch dafür für eine wirklich exzellente Übersicht, Norbert. Sehr, sehr umfangreich, sehr detailliert. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Dirk Stöckmann. Ich bin Technical Solutions Architect im Hause Cisco, für das gleiche Thema zuständig, in einem Overlay organisiert. Und was ich halt in meiner Vergangenheit relativ häufig gesehen habe, ist diese schiere Menge an Informationen, die der Norbert jetzt gerade auch mal ausgespeichert hat, sind sehr schwer zu ja, verarbeiten erstmal. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal eine praktische Handhabe zeigen, dass es gar nicht so komplex ist, wie sich das vielleicht anhören mag, sondern dass man das relativ einfach und strukturiert durchgehen kann. Ja? Und ich habe hier einfach mal ein paar Folien zusammengefasst, damit Sie sich kurz vorbereiten können. Was machen wir eigentlich? Mikrosegmentierung in drei Schritten. Ja? Das Ganze soll wirklich einfach zu konsumieren sein, einfach zu deployen sein, sodass Sie als Kunde nicht eine zusätzliche Riesenlast haben, um Ihre Segmentierungsstrategie zu fahren und sich schon Gedanken machen, mein Gott, wie viele Headcounts muss ich denn einstellen, um das überhaupt umsetzen zu können, sondern wirklich mal zu zeigen, dass es relativ einfach strukturiert, dadurch, dass wir diese
große Backend-Applikation in unserer Appliance haben. Ja? Das ganze Big Data-Geschäft, das vereinfacht Ihnen als Kunden natürlich auch sehr, sehr stark das ganze Deployment. Cisco hat angefangen mit einem Headcount, der weltweit alle Rechenzentren mit Cisco Titration bedient hat. Der erste ursprüngliche Schritt, den wir brauchen, ist, wir brauchen einen Agent. Das heißt, wir brauchen ein Software-Deploy-Tool, was die meisten Kunden heute im Einsatz haben. Ja? Innerhalb der Cisco Secure Workload Services gibt es halt auch Elemente, wo man sagt, okay, wir customizen Deployments für unsere Kunden. Die einfachste Variante ist vielleicht ein Ansible-Playbook. Ich muss diesen Agenten ausrollen. Sobald der Agent sich registriert hat, ja, das ist eine zertifikatbasierte, gesicherte, TLS-verschlüsselte Kommunikation, die da etabliert wird, kümmert sich die Plattform komplett vollständig um alle Agenten-Management-Tasks, Software-Updates, ja, diesen Roll-up-Updates. Ich habe keine Unterbrechung. Die komplette Agent-Konfiguration, welche Daten soll der Agent einsammeln, welche soll er nicht einsammeln? Ich kann sie manuell updaten und sagen, ich suche mir eine bestimmte Gruppe an Agents aus. Ja, ich möchte nicht komplett einen Rollout machen, wenn das aus TAS heraus eine neue Software ausgerollt wird. Soll der Agent bitte nicht automatisiert die Software übernehmen, sondern ich möchte gezielt Gruppen an Servern updaten. Alle diese Möglichkeiten bestehen aus dieser Applikationsübersicht heraus. Wenn ich die Agent ausgerollt habe, was passiert denn dann eigentlich? Ja, und ich habe jetzt hier mal von außen auf meine Agenten geguckt. Ja, wir haben eine Applikation ausgerollt. Das ist eine achtstufige Applikation, das ist ein Open Source Framework für eine Invoicing, also für eine Rechnungsstellungsapplikation, die funktioniert über einen Web-Frontend. Ich habe von außen mal mit einem Nmap-Scanner das Ganze mir angeguckt und man sieht halt recht schön, die Applikation besteht aus 8 unterschiedlichen IP-Adressen oder virtuellen Maschinen in dem Fall. Da laufen unterschiedliche Services drauf. Der Angreifer hier in der Mitte kann auf diese Informationen einfach durch einen Standard-Nmap-Zug. Und das ist das, was wir heute auch sehen, dass quasi Bots, Skripte durch die Gegend rennen im Internet und einfach nur gucken, wo sind Schwachstellen. Ja? Die Angreifer sind mittlerweile genauso organisiert wie wir. Das ist wirklich ein Hase- und Igelrennen. Die Vulnerabilities, die wir nehmen von der NIST.org, von Red Hat, von Microsoft, werden auch von den Angreifern gecheckt. Oh, was gibt es denn da Neues? Mal gucken, wer schnell genug gepatcht hat. Vielleicht komme ich mit diesem Verwundbarkeit in das Netzwerk des Kunden rein. Die nutzen das genau umgekehrt. Reverse Engineering. Unsere Applikationsanwender, die wissen davon alle nichts. Ja? Unsere Anwendergruppe, unsere User, die gehen auf ihr gewohntes Webfrontend, die arbeiten und können ganz normal funktionieren. Was wir jetzt im nächsten Schritt machen, ist, wir haben die Agents ausgerollt und wir analysieren sie. Wir strukturieren die Daten, wir analysieren die Daten mit Machine Learning-Verfahren, mit Big Data-Algorithmen und sind hier in der Lage, wirklich eine Riesenmenge an Applikationsinformationen zu konsolidieren. Ich kann mir den Traffic der letzten 2, 3 Monate nehmen und sagen, die Applikation hat 2 Monate lang sauber, exzellent funktioniert. Genau diesen Snapshot in der Vergangenheit möchte ich nehmen und in die Zukunft projizieren in eine Mikrosegmentierungsstrategie. Weil ich weiß, in den letzten 3 Monaten hat alles funktioniert. Mit der Policy kann ich jetzt ins Rennen gehen. Ja? Und wir liefern Ihnen mit einem sogenannten Policy Framework hier auch die Möglichkeit, das Ganze kontinuierlich nachzuführen. Da gibt es so eine Policy-Analyse-Funktion, die wirklich granular überwacht, hat ein einzelnes IP-Päckchen von meinen Wust an Servern diese Policy verletzt und ich kriege eine Benachrichtigung daraus. Den nächsten Schritt, den ich dann machen möchte, ich möchte diese Policy, nachdem ich sie durchfahren habe, experimentiert habe und wirklich auch eine Titration gibt, wirklich ein Confidence-Level heraus, möchte ich sie enforcen. Und ich gehe einfach nur einen Schritt weiter im UI. Ich sehe immer noch hier oben links meine CWAP-Applikation. Und ich gehe jetzt hier einfach auf den grünen Knopf und sage, diese Policy möchte ich jetzt bitte enforced haben. Das hat er jetzt hier in dem Fall getan. Und ich mache den gleichen Scan meines Angreifers nochmal. Und wie Sie sehen, habe ich fast 80% der Angriffsfläche, 90, reduziert. Von meinen 8 Servern sehe ich nur noch 2. Und von den beiden sehe ich hier, und das sehen wir dann gleich in der Live-Demo, jetzt ist es nur ein Bild, das ist das Web-Frontend, was auf einem Load Balancer terminiert. Und das andere ist ein SSH-Port, der auf einem Load Balancer halt den Zugriff gibt. Ja? Das heißt, ich habe hier einfach nur gezielt 2 Ports nach außen gereicht. Der Admin kann über den SSH-Port zugreifen. Die User arbeiten ganz normal auf ihrem UI weiter. Und das Ganze habe ich montags morgens um 10:30 gemacht. Ich habe einfach diese Policy scharf geschaltet, ohne dass ich den User unterbrochen habe. Ich verliere keine Sessions, ich terminiere niemanden. Da muss sich keiner neu einloggen, sondern ich kann das Ganze wirklich betriebsnah führen, um diese Policy so gut wie möglich hinterherzuziehen.
Und das führt mich dazu, dass ich jetzt kurz den Überblick auf die Live-Plattform mal zeigen will. Wenn man sich in Secure Workload einloggt, ja, und das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, im nächsten Release wird das Rebranding jetzt auch in der Plattform stattfinden. Im Moment heißt es immer noch Cisco Titration. Sehe ich hier mein komplettes Data Center. Ich sehe hier runtergebrochen in 6 Dimensionen alle Elemente security-seitig betrachtet. Und die Sachen, die Norbert gerade erzählt hat, den Forensic Score, Segmentation Compliance Score, also bin ich enforced, bin ich nicht enforced, welche Verwundbarkeiten habe ich, kann ich hier sehen. Ich bin auch relativ einfach in der Lage, das Ganze mal runterzubrechen und einfach mal in meine Applikation zu gehen. Ich möchte einfach nur das CVAP mir angucken. Das heißt, die Titration optimiert diesen View jetzt und nur noch meine 8 Workloads sind hier drin mit einer Statistik, die ich halt dementsprechend anfassen kann. Sofort wird natürlich auffällig, oh, das ist ja gar nicht segmentiert. Genau aus dem Grund, weil ich jetzt hier einfach die Demo mal live fahren will. Das heißt, ich habe hier einen webgestützten Nmap-Scanner und da kann ich ihm sagen, ich möchte im Düsseldorfer Lab die Applikation CVAP, scan mir die doch mal bitte. Jetzt läuft der Nmap-Scanner im Hintergrund los, fragt die API von Titration, wer gehört eigentlich alles zu CVAP für dich, holt sich die IP-Adressen und scannt sie. Und das Ganze geht relativ zügig vonstatten, sodass ich jetzt hier schon quasi meine 8 Maschinen sehe. Und wenn man da jetzt mal live drüber sieht, sieht man natürlich sofort, klasse. Das sind einfach diese Angriffsflächen. Ja, da sieht ein Angreifer, welche Nginx-Version läuft, welche SQL-Datenbank läuft, welche Ports sind offen. Ja, ich habe einen Prometheus-Host mit einem JetDirect, ich habe Port 80 laufen. Der sieht sofort alles, was auf dieser Applikationslandschaft los ist und hat natürlich dann dementsprechend Zugriff. Das CVAP selber hat hier halt ein User-Login. Und ich kann hier ganz normal in meiner Web-Applikation browsen. Ja. Wenn ich jetzt mit Secure Workload hingehe, ich habe die Agenten ausgerollt, ich habe sie jetzt strukturiert, ich habe eine Policy analysiert, dann möchte ich jetzt gerne hier mal in diese Analyse hineingehen. Und da haben wir die mehrere unterschiedliche Views. Ja. Der Netzwerker in mir, der vor 20 Jahren seinen CCI gemacht hat, sieht sofort, okay, hier habe ich eine Access-Liste. Ja. Ich habe eine Source, ich habe eine Destination und ich habe Ports, die dahinter stehen. Ich kann mir die im Detail angucken in den Workloads, kann mir die IP-Adressen bzw. die Nachbarn, mit denen ich rede, angucke. Das wird alles defaultmäßig dargestellt. Was eigentlich viel schöner ist, ist der neue Canvas-View, den wir dazu haben. Welche Abhängigkeiten gibt es denn? Ja, ich bin im Düsseldorfer Labor, ich bin in der CVAP-Applikation, ich rede aber auch noch mit einer Umgebung, die heißt Shared Services. Da ist ein Düsseldorfer Active Directory drin, da sind die DNS-Server drin. Das heißt, alle zusätzlichen Applikationen und Querkommunikationen, die in Ihrer Applikationslandschaft existieren, werden automatisiert übernommen und dargestellt. Das Ganze, wie gesagt, analysieren wir kontinuierlich nach. Wir haben hier den View und klassifizieren den Traffic nach Permitted, Rejected oder Escape Traffic. Ja? Das heißt, wir wissen permanent, in welchem Bucket fällt dieser Traffic Pattern rein. Und jetzt habe ich diese Policy schon im Oktober gerendert. Ich nutze diese Demo relativ häufig, deswegen lasse ich das statisch. Und jetzt gehe ich einfach hin und sage, okay, die Policy, die gefiel mir ganz gut, enforce die. Und jetzt kommen genau diese Fragen, die Norbert gerade auch hatte. Was passiert denn? Ich schreibe jetzt eine Policy, die hier in grün dazu geschrieben wird, in meine Workload hinein. Jetzt gehe ich auf Next und sage, okay, diese Hosts werden davon betroffen sein. Ja, das sind alle meine Applikationshosts, die ich für CVAP habe. Prima. Next. Welche Policies werden denn reingeschrieben? Es wird natürlich die Düsseldorf CVAP Policy und die hat als letztes eine Deny Action. Wir sind ein reines Whitelisting. Alles, was ich nicht explizit erlaubt habe, wird verboten. Und jetzt sieht man schon von der Hierarchie darüber, da gibt es ja noch was anderes. Das heißt, wir sind in der Lage, Mandatory Policies vorzugeben. Security Admins können hier an der Stelle wirklich hingehen und sagen, nee, den Zugriff darf der Applikationsowner mir nicht unterbinden. Zum Beispiel mein Prometheus Host. Ja? Da möchte ich hierarchiemäßig das Ganze hinterfragen können. Und dann habe ich noch als last but not least, warum mache ich das? Ich brauche für eine Remedy, für einen Case Tracking und sonst was hier immer noch ein Field, wo ich sagen kann, ich möchte das Ganze reinschreiben, sodass ich das in meinem Case Tracking halt hinterfragen kann. Secure Workload geht jetzt im Hintergrund hin und rendert aus den Objekten, die wir gerade gesehen haben. Ja, ich mag gerne nochmal drauf zugehen. Hier auf diese Clustergruppen, da steht ja jetzt nur erstmal HA Proxy Database.
hinter dieser Database oder hinter diesem Proxy steht nur ein Inventory. Aber wenn ich mal auf die Applikationsserver gehe, da habe ich drei Inventories. Das heißt, die Objekte, mit denen wir hier im UI arbeiten, werden jetzt im Hintergrund quasi gerendert. Die hierarchische Policy, die meine Security-Gruppe mir vorgegeben hat, die ich einzuhalten habe, werden da reingerendert. Und aus diesen Objekten werden jetzt in dem Moment IP-Adressen gezogen. Das heißt, jeder Host, der von diesen drei Hosts dann im Inventory dazugehört, kriegt individuell seine Firewall-Regel gerendert. Ja? Jetzt kann man sich die hier auch angucken. Man ist in der Lage, wirklich hier in die einzelnen Elemente mal reinzuspringen. Welche Regel kriegt dieser Host denn dann wirklich? Ja, und ich habe hier dann auch die Möglichkeit, später mal fürs Troubleshooting wirklich explizit reinzugucken. Und jetzt sehen wir schon hier eine Menge an Ingress, Egress, TCP-Ports, aber auch teilweise die Objektnamen. Die werden im Host jetzt wiederum in IP-Table-Rules gerendert. Wenn wir uns jetzt aber unseren Nmap-Admin hier nochmal angucken und sagen, Mensch, was hat denn der jetzt gescannt? Scannen wir das Ganze doch nochmal. Und was wir jetzt sehen werden, solange die Demo funktioniert, drücken wir mir mal den Daumen, sehen wir zwei Hosts. Und das ist unser Web-Frontend mit Port 80 und das ist unser Load Balancer mit Port 22 SSH. Das heißt, von den 8 Maschinen mit mehreren, 4, 5 Ports, habe ich die Angriffsfläche von außen auf 8, auf 2 Ports und auf 2 virtuelle Maschinen reduziert. Das sind deutlich mehr als 90% Reduktion der Angriffsfläche. Secure Workload hat das automatisiert im Hintergrund gemacht. Und unsere User, ich bin ja noch als User eingeloggt, haben nichts davon gemerkt. Ich klicke auf den nächsten Link und alles funktioniert weiter. Die Idee ist einfach wirklich simpel in Betriebsprozesse zu überführen und auch ohne Impact für den User die Möglichkeit zu haben, das Ganze einfach umzusetzen. Das wäre jetzt meine Live-Demo gewesen. Die hat funktioniert, da bin ich froh. Und ich würde vielleicht nochmal zum Cool. Thomas zurückleiten, ob es in der Zwischenzeit Fragen gab, ob wir eventuell dann vielleicht auch in den Expert-Talk übergehen. Gut, ich sage einmal Dankeschön für die Vorstellung der Lösung und die tolle Demo. Ich würde mal vorschlagen, wir hüpfen mal in den Expert Talk und würde da wieder an den Norbert weitergeben. Perfekt. Dann bitte den bei mir zu spielen. Was wird dabei funktionieren? Perfekt. Experten-Talk-Runde. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise möchte ich mit dem Dirk über das ein oder andere diskutieren, und zwar technisch ist das eine, aber das andere ist natürlich auch immer organisatorisch und vor allem, wie bringt man sowas wirklich auf den Boden? Also wie bringt man das auch wirklich umgesetzt? Weil das ist natürlich was, was wir ganz, ganz oft natürlich auch von Kunden hören. Natürlich braucht man auf der einen Seite einmal wen, der einem vielleicht gerade bei so einer neuen Umgebung, bei einer neuen Technologie ein bisschen an der Hand nimmt. Der wird natürlich gleich an den Herwig Ganz, den Senior Engineer von der NTS beispielsweise, weitergeben. Also sprich, also, das heißt weitergeben, beziehungsweise quasi die NTS hilft natürlich genau bei diesen Vorhaben entsprechend. Aber Dirk, an dich gerichtet, kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie komme ich als Unternehmen, wenn ich sage, okay, ich muss aus verschiedenen Gründen, weil der CSO sagt, okay, wir brauchen mehr Security im Rechenzentrum oder weil wir eine neue Zertifizierung haben, ISO, NIS, etc., wo ich entsprechend mikrosegmentiert sein muss. Wie gehe ich das an und vor allem, was sind, gibt es Big Points, die man erfüllen kann und in welcher Reihenfolge vor allem sollte man das vielleicht umsetzen? Und wir haben dazu eine ganz nette Slide und ich würde dich bitten, vielleicht, dass du ganz kurz ein paar Ja, Erfahrungen dazu erzählst. vielleicht fangen wir einfach mal da an, wo ist eigentlich der treibende Faktor von vielen unserer Kunden? Ja, also mal, ich habe einige Kunden in Österreich bedient. Das Stichwort Audit ist immer wieder ein sehr, sehr, sehr schwerwiegendes. Ja, wir haben Kunden gehabt, die diverse Audits nicht mit Bravour gemeistert haben, weil es halt Zugriffsrechte gab, weil die
Wir haben einen deutschen Finanzkunden gehabt, wo die BaFin wirklich gesagt hat, nein, eure IT-Prozesse sind an manchen Stellen einfach zu lose und ihr müsst hier mehr Sicherheit reinbringen, mehr Zugriffsrechte kontrollieren, sodass man hier halt Penalties bekommen hat. Der treibende Faktor sind in der Regel Regularien, wenn man da irgendwo konform sein muss und natürlich erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Ja, ich arbeite jetzt gerade im Moment mit einem großen Kunden in Deutschland zusammen, die wirklich ganz, ganz klar einen reinen Compliance-Use Case sehen und sagen, ich muss kurzfristig darlegen können, was tut meine Applikation, ich muss compliant mich verhalten. Ja, wir kennen alle die netten Cookie-Banner, die jetzt überall auf wirklich jeder Webseite hochpoppen. Ja, es nervt uns alle wie sonst was, aber es ist eine Regularie. In Europa haben wir uns an diese Regeln zu halten. Und seit dem 4. Juni gibt es verschärfte EU-Regeln, was Vertragsbindungen und Compliance-Richtlinien angeht. Ja, und immer mehr Kunden sehen, dass sie hier für diesen Support technisch wirklich auf OSI-Layer unten anfangen müssen, um das nach oben in eine Business Value überführen zu können. Und hier setzen wir an, weil wir über API-Zugriffe automatisiert dokumentieren können. Ja, das, was ich gerade im UI gezeigt habe, kann ich quasi über die API in eine grafische Repräsentation ziehen und meine Dokumentation stattfinden lassen. Und das, was du vorhin angesprochen hast, ist gang und gäbe bei all unseren Kunden gewesen. Dokumentation hinkt dem Live-System um Tage, Wochen, wenn nicht Monaten hinterher. Wie cool Das wäre heißt, es? on top bekommt man quasi eine immer aktuelle Visio-Ablöse meiner Dokumentation grafisch dargestellt, ne? Wie cool Auch wäre es, wenn nett. ich für ein Audit auf den Knopf drücke, ein Word-Dokument ausdrucken kann und sagen kann, das ist der Stand der Dinge der letzten 3 Wochen, Stand heute Morgen 8:23 Uhr. Jeder Auditor, der durchs Audit geht, wird sagen, cool, das ist akkurat. Ich habe einen Prozess, um dieses Auditieren sauber abwickeln zu können und habe natürlich einen Riesenvorteil dadurch. Wenn wir dann weitergehen mit unseren Kunden, die haben die Use Cases und sagen, ja, wir wollen investieren, wie viele Headcounts brauche ich? Wie schnell geht denn sowas? Ich habe Druck. Ich hatte einen Kunden, einen Healthcare-Provider aus England. Die hatten die Regularien im Nacken und O-Ton, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht und trotzdem getreten wird, dann beeilt man sich. Und wenn du vielleicht einmal weiter tickst, das Slide, die Kollegen haben es geschafft, innerhalb von 4 Monaten 1600 Windows-Maschinen in den Compliance-Enforced-Mode zu übersetzen. Das heißt, wir haben die Software ausgerollt, innerhalb von Tagen verstanden, wie wir Sachen härten können. Es gibt so ein Element innerhalb von Titration. Brauche ich diese Ports noch? Also wirklich, gibt es Access-Ports, die keinen Traffic gehen? Ich habe jetzt eine Plattform. Ich kann die Daten mal korrelieren über unterschiedliche Ideen. Da kommt Traffic auf eine Workload. Da laufen Prozesse, die auf dem Netzwerk lauschen. Dieser Prozess kriegt nie Traffic. Brauche ich den noch? Das heißt, ich bin relativ schnell mit wenig Aufwand in der Lage, Applikationen und Elemente zu härten. Innerhalb von Wochen identifiziere ich wirklich die Key Assets, wie es hier im Englischen heißt, oder die Kronjuwelen, wie wir im Deutschen sagen würden. Wer greift alles auf die Kronjuwelen zu? Allein zu wissen, wer darauf zugreift. Ich muss es noch nicht mal enforcen. Ich kann diesen Policy Lifecycle View wirklich so übersetzen und mir anzeigen lassen, wer greift denn da gerade zu. Ja? Und du hast vorhin die ISA angesprochen, Identity Services Engine. Bin ich denn innerhalb dieser Applikation, in dieser Kronjuwelenlandschaft compliant, dass wirklich nur die User darauf zugreifen, die dafür freigegeben sind? Noch nicht mal, dass ich die Policy enforce, ich kann einfach die Sichtbarkeit aufzeigen. Das ist ein großer amerikanischer Kunde, die das machen. Die müssen Compliance-Stati nachweisen. Da kommt es nicht auf Zeiten an, sondern die müssen sagen können, heute hat der Stöckmann auf die Datenbank zugegriffen. Er war dafür freigeschaltet, das ist alles okay. Und innerhalb von Monaten sind wir in der Lage, wirklich Applikationen in diesen, was ich gerade in der Demo gezeigt habe, Mikrosegmentierungs Modus zu überführen, dass die Zugriffsrechte einfach nicht mehr gebraucht werden, in Anführungsstrichen, sondern dass die Regelwerke das Ganze übernehmen. Und das ist, sag ich mal, der treibende Faktor. Geschwindigkeit, Funktion und Einfachheit. Ja? Das ist das Treibende. Ist, glaube ich, extrem wichtig, weil oft sieht man von so vielen Bäumen keinen Wald mehr. Also es ist einfach sehr viele Features, sehr viele Dinge, die ich machen kann. Und viele Kunden, auch in Österreich, kommen dann auf uns natürlich zu und sagen, okay, wie, es ist so viel, wie gehe ich das jetzt an? Ja? Und grundsätzlich ist es in Titration natürlich auch so, dass wir es
Policy Building anbelangt, gibt es verschiedenste Mechanismen und Möglichkeiten, diese Policies zu bauen. Wir nennen das Scoping, dass man gewisse Dinge, die man, oder gewisse Netze und gewisse Informationen, die man von dem eigenen Kunden, vom eigenen Netzwerk hat, in sogenannte Scopes definiert. Und hier ist es dann aber auch so, dass viele österreichische Kunden vor allem auch sagen, naja, gibt es da nicht irgendwo a Best Practice von euch, von Cisco? Wie baue ich dieses Scoping? Wie baue ich diesen Scope Tree? Und da haben wir auch etwas mitgenommen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Okay, wie gehe ich das jetzt an? Das ist jetzt natürlich, das sind Schlagwörter mit, in, was bekomme ich in Tagen wirklich getan, was in Wochen und was in Monaten. Nur, dass man es wirklich noch ein bisschen konkreter geht, gehen wir nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer unter die Oberfläche. Und vielleicht kannst du das ein oder andere Wort zum Scope Design vielleicht erklären, Dirk. Genau. Also ich sag mal, das, was wir vorhin getan haben, Massen-Agent-Rollout, ja, Cisco Secure Workload, wenn es keine Struktur hinter diesen Daten hat, tut es sich natürlich schwer, was zu analysieren. Wenn ich jetzt quasi alles in einen großen Topf werfen würde und tausende von Workloads in eine Analyse versuche zu bringen, dann ist es für mich als Mensch auch nicht mehr einfach, das nachzuvollziehen, was brauche ich hier. Und hier haben wir mit dem Scope Design angesetzt und gesagt, okay, wir stellen eine Möglichkeit für unterschiedliche Hierarchien dar, und können natürlich dem Applikations-Owner wirklich nur seine Applikationslandschaft mit den Abhängigkeiten zu anderen Applikationslandschaften. Ja, ich bin ein SharePoint-Admin und ich habe natürlich eine Kommunikation ins Active Directory. Aber ans Active Directory selber darf ich nicht dran, aber ich sehe die Abhängigkeiten, die ich dazu habe. Und genau hier setzen wir an, um die Netze dementsprechend oder die Applikation dementsprechend zu strukturieren. Ja? Das macht mir das Leben nachher für die Analyse leichter. Das bietet mir die Möglichkeit, Security Policies von oben herab runterzubrechen, zu sagen, ich stelle dem Applikations-Owner die Leitplanken, ich gebe ihm noch die Fahrtrichtung vor, auf welche der drei Fahrspuren er sich auf der Autobahn bewegt in Deutschland. Das ist mir egal, er kann sich das aussuchen. Ja? Ich gebe ihm flexibel, aber mandatory Regeln mit. Und dann kann er das einfach adaptieren. Und es gibt keine Ausrede mehr, so, ja, das ist so schwierig umzusetzen, ich kann das ja alles nicht. Ich gebe die Regeln vor und optional kann er entscheiden, was er dann tun möchte. Ja? Und wenn du vielleicht ein Slide weitergehst, warum machen wir das genau so? Weil wir hier wiederum Cisco DNA, Netzwerktechnologie, natürlich auch ein gutes Verständnis haben, wie heute unsere Applikationen strukturiert werden, wie unsere Kunden das im Data Center umsetzen. Ja? Und dementsprechend versuchen wir relativ einfach, diese zusätzlichen Metadaten in Secure Workload reinzubekommen, sodass sie eigentlich gar keinen Aufwand damit haben. Ich übernehme einfach die Informationen aus dem vCenter und sage, hey, das sind alles Webserver, dementsprechend werden sie wie Webserver behandelt. Ich habe Gruppen und Strukturen, die ich heute vielleicht schon auf einer anderen, in einem anderen Silo benutze, nicht im Security-Kontext, aber ich möchte sie vielleicht adaptieren, weil so will ich meine Applikations-Security-Landschaft aufbauen. Und genau hier sitzt wieder an, das hattest du vorhin auch gezeigt, das Slide, dass wir mit externen Orchestratoren, Tags und Labeln arbeiten. Ja, wir sind hier sehr, sehr flexibel. Wir haben manuelle Label, die wir hinzufügen können, weil wir möchten schnell starten, wir möchten nicht auf die anderen Gruppen warten. Da können wir 32 unterschiedliche Label reinbringen. Wir können mit Orchestratoren wie Kubernetes, vCenter, Infoblocks, Amazon Web Services, Azure zusammenarbeiten, um von da Informationen zu übernehmen, um die in dieses Chaos zu strukturieren, ohne dass ich viel Aufwand habe und viel mit unterschiedlichen Gruppen reden muss. Und das hilft natürlich, wiederum das erste Slide zu covern. Wir können uns schneller bewegen, weil wir einfach Informationen reinbringen, die schon existent sind im Unternehmen. Genau. Und da möchte ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen oder ergänzen, dass das Elegante an diesen Labels ist wirklich, dass die halt komplett user-free und dynamisch sind. Das heißt, wir machen hier keine Vorgaben. Das heißt, Sie als Kunde können selbst definieren, was ist ein Label, welche Information steht in diesem Label und vor allem, wo kommt der Label auch her. Weil die kann man natürlich mit entsprechenden Umsystemen den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, sage ich es einmal so. Ja. Aber wir geben keine Vorgabe, okay, du musst jetzt diese 12 Labels oder diese 8 Labels verwenden und du musst das hier rein kategorisieren, sondern der eine Kunde hat einfach nur ein Inventory Excel Sheet, that's it. Dann nehme ich das her, exportiere es als CSV-File und
importiere es in der Dresden und habe automatisch meine Labels. Wer ist der zuständige System Engineer? In welchem Rechenzentrum steht es? Ist es ein Bare Metal oder ist es eine virtuelle Maschine? Oder wurde die Maschine an einem Montag oder an einem Dienstag deployed? Whatever, es ist egal. Ja? Und dann kann ich aber genau das hernehmen und sagen, okay, die Serversysteme vom Herrn Ziertner dürfen mit den Serversystemen vom Herrn Stöckmann nur über HTTPS kommunizieren und ICMP. Wie mache ich das sonst? Das ist alles möglich, eben aufgrund dieser Flexibilität der Labels oder der Annotations. Sehr, sehr, genau. Sehr, sehr wichtig, glaube ich, im Gesamtkontext der Policy zu sehen. Ja, und da kommen jetzt, ich sag mal, ich hatte mal einen großen Logistikkonzern in Deutschland als Kunden. Und die haben ein zweites Rechenzentrum gekauft, um eine Testumgebung zu machen. Das heißt, die haben eine Datacenter-Fabrik 1 zu 1 abgebildet, um ihre Applikationslandschaften und alles durchzutesten, weil sie mal gesagt haben, naja, ihr könnt nicht garantieren, dass im Produktionsnetzwerk, wenn ich einen Lastgenerator, Traffic-Generatoren laufen lasse, dass immer alles funktioniert. Da waren sie sehr kritisch. Ja? Jetzt habe ich hier auf einmal die Möglichkeit, Security-Policies zu testen und Produktion einen Host weiter, die IP-Adresse daneben an, mit Development laufen zu lassen. Das heißt, gerade im Applikationsentwicklungsprozess, Dev, Stage, Prod, bin ich in der Lage, hier mit Label natürlich auch ganz klasse zu differenzieren. Zu sagen, Dev und Stage darf nie mit Prod reden, weil da weiß ich nicht, was da drin ist. Ja, das will ich nicht. Da möchte ich meine Produktionsdaten sichern. Und dann kommen wir halt hier auf dieses Unified Policy Modell, was uns einfach aus dem Gesamten heraus es wirklich einfach macht, solche Sachen umzusetzen. Genau. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz dazu ergänzen, weil ich das leider vorher schon gezeigt habe, aber wenn wir rechts unten sehen, also nochmal zusammengefasst, die Unified Policy sind im Prinzip die Telemetriedaten, die wir von dem Agent bekommen und daraus eine Policy bauen oder generieren können. In der Mitte, das ist das gesamte Thema Context, Labels, Annotations, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, von verschiedensten Umsystemen, aber rechts auch Users und Usergruppen aus LDAP oder über den Cisco AnyConnect können wir ebenfalls auch User-Flow-Informationen von Clients mit aufnehmen. Aber auch, und da möchte ich ganz kurz noch was ergänzen, bei der Cisco ICE, also bei unserer Identity Service Engine, für die Techniker unter Ihnen, es gibt ja auch ein Segmentierungskonzept im Campus, was die Clients anbelangt. Früher hat das Secure Group Tagging geheißen, mittlerweile heißt es Source Group Tags oder beziehungsweise Software Defined Access. Wenn die ICE Appliance mit Cisco Secure Workload, sprich mit Tedration, kommuniziert, dann können sie diese Tags austauschen, sprich die SGD Tags. Das heißt, ich kann auch wirklich meine Policy in Tedration, in Cisco Secure Workload, weiter ins Rechenzentrum reinziehen und sagen, okay, wenn der Tag, der SGD-Tag lila kommt, dann darf er auf folgende Services zugreifen. Und wenn der Tag blau kommt, dann darf er auf die Services nicht zugreifen oder auf jene Services zugreifen. Das heißt, hier reden wir jetzt dann wirklich von der End-to-End-Segmentation in verschiedenster Ausprägung. Man muss das nicht machen, aber wichtig ist einfach nur zu wissen, okay, wir versuchen natürlich als Cisco unsere Systeme miteinander kommunizieren zu lassen, um eine Cross-Architecture-Gesamtheit zu bekommen. Und dahingehend zielt vielleicht jetzt auch das letzte Thema, Cross-Architecture. Kurz was dazufügen. Ich habe gestern eine Diskussion mit einem Kunden gehabt, der sagt, das ist klasse, dass ich mit meiner Identity Service Engine das machen kann, aber damit cover ich ja nur meine internen User. Was ist denn mit meinen externen Kunden, die auf meine Webseite zugreifen? Wie kriege ich die denn überhaupt aufgenommen? Weil die internen, die kann ich ja sogar mit ich sage jetzt mal, die kriegen Regeln vom Geschäft vorgegeben. Ja? Du bist nun mal Unternehmer oder Teilnehmer, nein, Mitarbeiter des Unternehmens. Da kann ich das vielleicht sogar noch administrativ vorgeben. Was ist eigentlich mit externen, die, und wir sehen ja immer mehr, warum gehen die Kunden in die Cloud? Weil sie in der Cloud näher an ihrem Kunden sind. Sie haben Applikationen näher am Kunden, always on und. Und die nächste Integrationsstufe, die hier jetzt noch dazukommt, und das ist so ein bisschen ein forward-looking Statement, im September werden wir eine Integration in unsere Duo Security kriegen. Das heißt, Multifactor Authentication, userbasierten Access mit Duo und können da halt nochmal ganz anders auch mit dem externen Teilnehmer meiner Applikationslandschaft kommunizieren. Ja, das heißt, das gesamte Continuum innerhalb unserer Security Architecture wird immer größer und immer umfänglicher. Nochmal, wir wollen sie nicht verstecken. Wir haben einfach Optionen, die man später, oh ja, das ist cool, das kann ich einschalten und es ist schon da. Und wenn man vielleicht nochmal kurz ein Wort zum Lizenzmodell sagt, es kostet nichts extra,
basieren auf Endpunktlizenzen. Das heißt, eine Workload wird lizenziert in Windows, in Linux, und die Lizenzen kauft man dann halt in gewissen Chargen. Aber es gibt nur eine Lizenz, also man muss keine Features lizenzieren. Es gibt eine Lizenz und dann kannst du mit dem Workload tun und Features enablen, die man möchte. Das ist sehr, Exakt. sehr, sehr einfach, ja. Cool, cooler Ausblick mit der Integration von Duo in Zukunft auch im Herbst. Letztes Thema, und das schlägt genau in diese Kerbe, dass wir versuchen natürlich als Cisco einen Mehrwert zu generieren, wenn man Umsysteme natürlich auch aus unserem Hause hat. Und ich habe es heute schon einmal erwähnt, aber Dirk, vielleicht kannst du uns auch noch mal ganz kurz ein bisschen, wenn wir von Expertentalk sprechen, vielleicht ganz kurz ein bisschen näher in die technischen Details gehen, wie so eine Integration aussehen kann, wenn ich eine Firepower-Integration in mein Tetration, in mein Cisco Secure Workload Environment mache, wenn ich eben, wie man rechts unten sieht, Workloads habe und mir fällt hier spontan beispielsweise ein NAS-Filer ein, wo ich keinen Tetration Agent installieren kann. Dann brauche ich Genau. eine Alternative. Genau das war der Ansatz, den wir hier gewählt haben. Das heißt, auf dem Slide davor hattest du ja auch den Kafka Message Bus genannt. Ja, und wir transportieren wirklich die Policy plus ihre Änderungen über den Kafka Bus mit einem Google-basierten Protokoll. Das nennt sich Protobuf. Das heißt, in diesen Nachrichten steht die komplette Regelanleitung drin. Und wir nutzen genau diese Funktion, um oben den Querstrich dann zu verwenden. Die linke Seite, ich habe Softwareagenten, ich rolle die Softwareagenten aus, ich enforce auf dem Agenten. Aber was ist mit Systemen, wo ich vielleicht keinen Agent für habe, wo ich vielleicht sage, hey, das ist Windows 2003 und den herrscht, also wird als Produkt von Microsoft nicht mehr unterstützt, wird von uns nicht unterstützt mit einem Agenten. Die Kernel-Architektur von Windows 2003 kann das alles gar nicht, aber ich will es trotzdem schützen, weil ich habe es immer noch im Einsatz. Es gibt genug Kunden, die manche Migrationen noch nicht durchlaufen sind. Was ist mit NetApp-Filern, wo ich sage, hey, da greift das Backup-System drauf, da liegen meine Backup-S3-Daten, da will ich aber sonst keinen drauflassen. Auf dem NetApp-Filer kann ich keinen Agent installieren. Genau hier setzt eine Schutzzone an und wir nutzen halt unsere Firepower-Firewalls, die hier eine Zone bilden. Das ist keine Mikrosegmentierung mehr. Aber ich sehe aufgrund der Telemetriedaten, die die Firepower mir liefert, wer kommuniziert hier. Ich liefere das in den gleichen Prozess-Workflow ab, wie ich heute meine Applikation verarbeite. Und genau mit diesem gleichen Enforcement-Button, den ich vorhin in der Demo gezeigt habe, schickt Tetration die Nachricht raus. Das Firepower Management Center nimmt sie innerhalb von wenigen Sekunden auf und rollt sie in die Geräte runter, in die Firewalls. Die Firewalls. Jetzt kann man sagen, oh, da muss ich ja alles umkonfigurieren, Firewalls implementieren ist immer schwierig, Re-IPs und. Können wir auch im transparenten Modus. Das heißt, ich habe bei mir eine Demo laufen, wo ich quasi eine transparente Layer-2-Firewall zwischen die Workload und meinem Default-Gateway gestellt habe und kann hier per Segmentierungspolicy auf der Firewall automatisiertes Regelwerk enablen. Und das bietet uns natürlich einen Use Case, dass wir quasi headless ohne Agenten trotzdem im gleichen Workflow, im gleichen Prozess, in den gleichen Security-Vorgaben arbeiten können und das Ganze natürlich nicht über unterschiedliche Tools dann treiben müssen. Ich muss die Policy nicht exportieren und wieder importieren oder. Das ist natürlich der absolute Killer, weil wir kennen das alle. IP-Readressierung ist ein Albtraum. Und wenn ich den Agent verwende, brauche ich keine Readressierung, weil ich mit Annotations, mit Labels arbeiten kann, beziehungsweise weil ich auch innerhalb eines Segments ja segmentieren kann, wenn die Firewall am Workload selbst sitzt. Und wie wir jetzt gerade gehört haben, wenn man die Firepower im Layer-2-Modus transparent reinhängt und über Tetration servicieren lässt, dann geht das so auch. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Ich glaube, für den Experten-Talk, das waren unsere drei Themen, die wir uns noch mitgenommen haben, wo wir vielleicht ein bisschen weiter in die Tiefe gehen.